So, da sind wir wieder. Das sage ich für gewöhnlich im Hörsturz-Podcast. Aber wir haben uns heute wieder in der Hutzenstube eingefunden, beim lieben Sören. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist lieb. Und ja, weil das Video das letzte Mal so gut ankam mit dem Gesprächen über Neofolk und weil ich da auch ziemlich heiß drauf bin auf das Thema, hat der Sören vorgeschlagen und ich, so, ja, okay, zusammen, ob wir nicht nochmal ein Video zusammen machen möchten. Das habe ich natürlich dankend angenommen, weil der Sören feinste Sachen hier vorbereitet hat, wie ihr vielleicht etwas im anderen Bildrand sehen könnt. Reden wir heute über, ja, über Neofolk, also über das, was Neofolk ist. Das haben wir im letzten Video schon geklärt, aber heute geht es einfach, denke ich, um schöne Veröffentlichung, oder? Also erstmal guten Abend, wie geht's dir? Guten Abend, bestens. Bist ja schon eine Weile da und ich würde es gerne etwas revidieren, weil, ja, gut, wenn man das große Ding Neofolk nimmt, dann gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Unterkategorien, ne? Ist ja, wie als wenn ich jetzt beim Black Metal Melodic Black oder, Okay. keine Ahnung, irgendwas nehmen würde. Und ich habe gestern schon Sachen rausgesucht, habe auch festgestellt, ich habe dann so einen Stapel Platten liegen gehabt, so einen Stapel CDs liegen gehabt und Boxen oder sowas. Und habe ich gesagt, das können wir nie irgendwie in einer Stunde irgendwie verarbeiten oder so. Und ich habe dann wieder aussortiert, habe diese üblichen Verdächtigen weggenommen, also wie gerade jetzt von deutschen Bands, Sonagal, For City. Sowas habe ich erstmal rausgenommen. Defin Schuhen habe ich rausgenommen und habe festgestellt, dass ich eigentlich ganz coole Veröffentlichungen habe von Sturmperch zum Beispiel oder von Steinklang Records überhaupt. Und ja, müssen wir uns halt irgendwie, muss man irgendwie sehen, was wir da irgendwie ins Bild jetzt kriegen oder so. Und wenn Bedarf besteht, dann halt eine dritte oder vierte Sendung draus machen oder so. Sehr schön. Also ich bin heute Autofahrer, weil die zwei letzten Male, wo ich hier war, war das mit dem Schlafen immer ein bisschen schwierig. Beim ersten Mal schlafen hatte ich den schlimmsten Absturz der letzten Jahre. Und beim letzten Mal geplanten Schlafen ist mein Sohn krank geworden in der Nacht. Und da habe ich dann noch die Biege gemacht. Deswegen habe ich heute gesagt, heute machen wir es gleich richtig. Und ich habe nur Radler getrunken und jetzt gibt es ein Spezi. Und ja, der Sören hat schon das eine oder andere Bierchen, aber Ja, was noch alles im Rahmen. alles, also ein typischer Samstagabend. Ja? Also, dann lass uns mal beginnen mit einer neuen Folge Brokeback Mountain. Vielen Dank. Nein, ich weiß nicht. Ich habe, weil wir ja letztes Mal darüber geredet haben, dass ein bisschen Black Metal vielleicht auch in diesen Neofolk oder Folk-Bereich mit reinspringen können oder sowas. Und vor allen Dingen, der Kabel brennt vielleicht weg, wenn es hier drauf liegt. Ehrlich? Gerade Trudensang. Ja. Ich finde, Trudensang und Sturmpercht passt ja extrem gut zusammen. Ne? Diese alpine Mystik, diese alpine Mythik, die sie da irgendwo drin haben oder sowas, einfach nur musikalisch anders verpackt, finde ich. Ich finde es genial. Ich habe dann ein Faible dafür. Es gibt so ein Buch, das heißt Alpen, Dämonen, wo das nochmal erklärt ist, mit diesen ganzen Perchten, Kram und sowas. Also Kram ist jetzt ein Ja. lieb gemeintes Wort, nicht abwertend gemeint, was mich extrem fasziniert. Und deswegen habe ich, wie gesagt, aussortiert und habe versucht, ein paar Sachen aus dem süddeutschen Raum heute ranzuholen. Und ja, also süddeutsch, Sturmpercht wäre Österreich, aber Südlich von uns. Bellborn zum Beispiel wäre Süddeutschland, Bayern. Und ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier einen ganzen Stapel liegen. Ich weiß nicht, ob wir einfach mit den CDs Wollen wir mit CDs anfangen? anfangen. Machen Ja, machen wir einfach die CDs. Wir müssen einen Schnelldurchlauf machen, weil hier liegt echt viel Zeug. Und wenn ich sonst sehe, wenn der Doc seine Videos macht mit 5 Platten und das sind 20 Minuten, wir. dann wären wir wahrscheinlich, keine Ahnung, 6 Stunden beschäftigt oder sowas. Deswegen
können wir uns der Sache nicht so ausführlich widmen, genau, wie ich das mache, sondern... Bellborn. Falls das noch irgendjemand kennen sollte, das ist eine ziemlich seltene Box. Ich weiß auch nicht, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Bellborn, okay. Ich weiß auch nicht. Tja, Midnight Records, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich habe das irgendwo gelesen, dass wir Bellborn alle Releases irgendwann mal in so einer kleinen Schachtel gemacht haben. Dann hast du hier so ein Begleitheft dazu und ein paar Karten. Dann hast du halt alle Releases, EPs, LPs irgendwo dann auf CD drauf gehabt. Und da habe ich mich gefreut, dass ich die irgendwo geschossen habe. Darf ich mal gucken? Ja, natürlich. Was machen die genau für eine Mucke? Bellborn ist eigentlich typischer Neofolk, so wie wenn man Neofolk hört, denkt man, zack, Wandergitarre, eingängige Texte, das hast du halt bei Bellborn. Und singen die auch auf Deutsch? Ja. Bellborn sind mal irgendwie, zack, die waren einfach weg vom Fenster. Es gab da irgendeinen Vorfall, ich glaube, die waren auf einem falschen Sampler drauf oder sowas, keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall... Top-Rocks. Das kommt schon mal vor, ne? Ja, das sind diese drei originalen CDs, die dann auch mit drin sind, von Bellborn. Diese habe ich mir auf dem WGT-Markt gekauft. Ja, also ich habe mal beim letzten Sendung, glaube ich, überhaupt noch nicht erwähnt. Bellborn. Nee, sagt mir gar nichts. Kann man hören, dass die haben auch mal... Prüste. Ich glaube, die haben auf einem Album haben die auch Fliegende Stürme oder sowas gecovert und das fand ich ja ziemlich geil eigentlich. Die Deutschpunk-Band? Genau. Ja. Fliegende Stürme, die hießen doch vorher auch anders. Hießen die vorher mal KSZ oder sowas? War das nicht die Band? Ich bin da nicht so bewandert, wie Fliegende Stürme vorher hießen. Ich weiß nur, dass die Fliegende Stürme ist ja trotzdem düster eigentlich. Also für Punkmusik ist es ziemlich düster. Waren die Alben noch oder ist das schon so eine Rarität hier? Also Bellborn, glaube ich, kriegst du nicht mehr. Hm. Da musst du schon echt Glück haben irgendwo. Also das ist eigentlich eine Rarität. Der Leichenkauer hat er neulich mal erzählt, dass er sich eine neue Platte gekauft hat. Ich weiß nicht, ob das sogar Darkwood war. Und jeden Fall hat er kein Feedback gekriegt von dem Label, wo er schon überwiesen hatte. Hat dann erst nach 2 oder 3 Wochen ganz spät eine Antwort gekriegt, dass sich das verzögert und hier und bla. Da war er schon ganz nervös, was denn jetzt los ist mit der Platte. Kann ja gut, sein? Weiß ich nicht, ob welchen Label er bestellt hat oder so. Ich weiß nicht, ob das... Ich will es geben. Kann es sein, dass mir Steinklang aus dem Kopf kommt? Ja, Steinklang ist in Österreich, aber die vertreiben halt nur. Lichterklang könnte vielleicht sein, ich war da auch noch. Du warst Lichterklang. Lichterklang. Ja, Lichterklang. Hm. Ich habe da auch ein paar Sachen bestellt, die verzögern sich halt und ja, wartest du eben. Aber ich glaube, der Micha von Lichterklang, der ist dann schon so Coolen. Hm? Heißt der Michael Coolen? dass da nichts verloren geht, denke ich. Also, Entschuldigung. Wir haben fast Juni und draußen sind 12 Grad und es schifft. Ja, ich habe fast Juni und ich habe den Ofen nochmal schön eingeheizt, weil wir sonst uns den Arsch abgefroren hätten. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass die Tage demnächst wieder kürzer werden und es war noch nicht mal richtig warm. Du hast nichts gehabt bis jetzt von den langen Tagen. Ja, so ist das Leben. Tja. Also wenn ich Gin trinken würde, die Flasche spricht mich übrigens an, das ist von Urfaust, von der neuen Platte hat. Oder ja, die ist aber nicht aus der Box. Ich bin einfach so ein Urfaust-Fanboy, dass ich mir nochmal eine Flasche Gin bestellt habe, damit ich die aus der Box nicht anreißen muss. Und die ist nicht aus der Box? Die ist nicht aus der Box, die gab es extra nochmal. Aber weil die auch nummeriert genau ist. Die haben nochmal 241 Stück. Ja. Du hast sie auch noch nicht gekostet? Doch, ich habe mal dran genippt. Also okay. Und? Eklig, oder? Na, finde ich nicht. Ich muss halt mal diesen Urfaustabend machen, dass ich wirklich dieses Urfaust-Rezeptbuch da durchblätter und dann zu jedem Lied mich da abschieße oder so. Keine Ahnung. Wie auch immer. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wenn wir weitergehen bei, glaube ich, bestimmt nicht mehr erhältlichen Sachen, aber ja, wie gesagt, ich habe heute nicht diese Lagerfeuer-Musik. Okay. Sondern eher so diese archaischen, urigen Sachen. Und da hätten wir ein richtig geiles Album. Das ist Waldteufel mit Heimliches Deutschland. Klingt ganz... Ja. Und das ist keine Lagerfeuermusik? Nee, das ist schwierig zu hören.
Markus Wolf wohnt mittlerweile in Amerika und spielt bei zum Beispiel Lassefal, die bei, also aus diesem Panoptikum-Umfeld da. Ist cool. Da musst du, also ich finde es richtig geil, man muss halt mögen, ne? Man muss seine Stimme mögen und auch die Musik. Also das ist jetzt nichts, wo du einen Rhythmus hörst und sagt, jawohl, das ist so eingängig wie Jänner Weiner oder sonst irgendwas. Das ist schon eher so, ja, nicht so gefällig. Rituelle Musik eigentlich. Und da hätten wir genau noch die von Waldteufel, die Rauhnacht. Die habe ich letztes Mal schon, glaube ich, als LP hochgehalten. Und das ist die Erstauflage auf CD, die da rausgekommen ist. Und ich freue mich drüber, dass ich die Rauhnacht mit diesem Cover noch besitze. Weißt du, und in dieser Version. Also die hat einen hohen Sammlerwert hier, denkst du? Denke ich. Ich weiß es nicht, aber ich denke... In den Zwölfen. Hexe Hild. Ur-Odin. Abgefahrene. Ja, ist auch abgefahrene Musik. Das ist wirklich, also es ist schwierig zu hören. Das heißt, hier nicht so easy listening Kram. Schwierig zu hören, aber lohnt sich auf jeden Fall. Also Waldteufel, wenn ihr irgendwie noch an Veröffentlichungen kommt von Waldteufel, kauft euch die einfach, wenn ihr das mögt. Nichts kaputt machen so. Ja, machst du. So, jetzt ist die große Frage, mache ich jetzt diese zwei CDs noch? Warum nicht? Was spricht dagegen? Ja, weil die eher in eine andere Sendung passen würden. Weil die Nachfolgeband recht interessant ist. Aber wir können ja die zwei CDs einfach machen. Und die Nachfolgeband kommt dann in einem nächsten Video. Genau. Schwieriger Name. Nicht für mich, für andere vielleicht schon. Strike True Joy. Und das ist The Force of Truth and Lies. Von World Serpent Distribution, also wo damals auch Death and June Sachen rausgekommen sind und sowas, denke ich. Ich glaube, ich habe die mir auch auf dem WGT damals gekauft oder bestellt bei damals Infrarot, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall, ich glaube, momentan nicht mehr erhältlich oder wenn dann nur für ganz viel Geld. Und aus dieser Band ist damals ist dann Ostara entstanden. Ostara war dann, ja, schon Neofolk, aber poppig einfach. Oder, wie soll man sagen, gute Laune Neofolk einfach, weißt du? Also Strength through Joy heißt ja für mich Kraft durch Freude. Genau. Ich glaube, deswegen haben die dann auch Namensänderungen oder sowas gemacht. Das ist das andere alte Salute to the Light von Strength through Joy. Auch wieder von World Serpent Distribution. Ich denke mal, dass die ganz selten sind mittlerweile. Okay. Also wenn der Sören dann mal kurz nicht hinguckt, dann verschwinden die in meiner Tasche. Und dann, wenn er mich fragt, wo die ist, das weiß ich. Ja. Werde ich sagen, die hast du verfeuert. Du hast gesagt, der Mist muss weg. Ich denke mal. Ja, siehst du, jetzt hätten wir eigentlich an Ostara anknüpfen können, was dann da draus hervorgegangen ist. Mhm. Aber... Ja, die lagen jetzt halt hier rum, das war halt so ein Zwischenspiel. Also, wenn ihr möchtet, wie der weitere Werdegang ist, dann müssen wir halt noch einen Teil 3 drehen oder einen Teil 4 oder was weiß ich. Bis es soweit ist, guckt ihr euch Triumph des Willens von Leni Riefenstahl an, da habt ihr ähnliche Bilder. Zum Beispiel. Schön. Ich glaube auch nicht, Was genau? Was wolltest du jetzt sagen? Mhm. Ich kann schneiden. Nein, ich habe gesagt, ich glaube auch nicht, dass es gewollt provokant war, diese Bilder da drauf zu machen, weil es ist eine australische Band und dass die überhaupt nicht diese Bezugspunkte haben oder zu sagen, oh, jetzt mache ich hier was ganz Böses oder sowas, weißt du? Und das wird ja da vielen dann angeheftet, die es eigentlich aus, keine Ahnung, nichtigen Gründen oder ästhetischen Gründen einfach bloß verwendet haben, diese. Okay. Diese Bilder. Ja, Australien hat viele gute Bands, ne? Also, na gut. Ich brauche es nicht meine Drowning the Leidenschaft erwähnen. Drowning the Leidenschaft, das klingt auch nicht schlecht.
Ja, tja, lass mal ein bisschen Vinyl machen. Lass mal Vinyl machen. Da liegen auch ganz, ganz viele Platten da. Jetzt kommen wir im süddeutschen Bereich. Graumat zum Beispiel. Graumat, ich sag mal typischer Neofolk, rausgekommen auf Hauruck, WKN, Wir penetrieren nicht. Wir kapitulieren niemals. Ich schneide das auf jeden Fall. Das ist das Label, glaube ich, von Albin Julius von der Plutarch. Ich habe jetzt ganz viele 7 Inches hier. Die habe ich mir damals alle irgendwie gekauft bei Live-Konzerten im Rahmen des WGTs, glaube ich. Hast du auch kein Inlay? Okay. Das ist halt, das ist ganz typischer Wandergitarre, ziemlich gute Stimme. Ist halt irgendwas für Herbsttage. Was ein. Gut, muss ich dazu sagen, Stumpercht, Darkwood und Liger des Heils werden wahrscheinlich heute die Hauptdarsteller werden. Diese Darkwood, die Talons, sind nur zwei Lieder drauf, 299 Kopies. Habe ich damals irgendwo bei eBay geschossen für relativ wenig Geld. Keine Ahnung, was der heute wert ist. Ist das so, ja? Kennt wahrscheinlich auch keiner mehr von Darkwood, dass der überhaupt, dass die überhaupt rausgekommen ist. Ja, das ist ja immer, also das ist ja nur bei diesen Neofolk-Sachen auch bekannt, dass du da für einen Kleinwagen kriegst für manche Releases. Das ist ja gut, manche gehen wirklich ganz, ich sag mal, billig weg. Und du sagst hier, keine Ahnung, 30 Euro oder sowas für eine Platte. Und manche gehen da wirklich extrem in die Höhe, gerade wie bei diesen Forsetti-Sachen oder sowas. Aber die habe ich heute bewusst ausgelassen, weil das würde sonst den Rahmen sprengen einfach, weißt du? Okay. Ernte zum Beispiel. Ernte haben mit dem Lied Sonnenwende, was mehrmals von anderen Leuten vertont wurde, einen richtigen Hit geschaffen. Und man sieht hier immer wieder... Oh Mann, du musst so viel schneiden. Ganz sicher. Ich mach's nochmal. Ich mach's nochmal mit Ernte. Ernte zum Beispiel haben mit dem Lied Sonnenwende einen richtigen Klassiker geschaffen. Und auf vielen Veröffentlichungen sieht man den Questenbaum in Questenberg im Harz. Da war ich auch schon mehrmals und ich finde, das ist so ein Kraftort. Und ist, ist es ein Ort, der immer besteht oder ist es sowas wie ein Maibaum, der immer wieder aufgestellt wird? Ja, zum Pfingsten zum Beispiel wird diese Queste wieder erneuert und ich weiß nicht, ganz früh morgens oder zu Sonnenaufgang, ich bin noch nie da gewesen. Hast du das dann? Also die Queste wird uns noch mehrmals begleiten. Bei Ernte, Sonnenwende ist ein ganz, ganz geiles Lied. Und das Lied hier heißt, das zweite Lied heißt Ein letztes Lied. Das ist wahrscheinlich ein Cover von Manos. Das ist das letzte Lied. Was ich gerne anzweifeln möchte. Okay. Die haben aber Ente falsch geschrieben. Ja. Wo wir gerade bei der Queste sind, haben wir nochmal Waldteufel. Die Berghoch im Walde. 7 Zoll. Hast ja auch wieder die Queste drauf, Questenberg. Und hier hinten sieht man, wie gerade die neue Queste da aufgehangen wird. Ja, Berghoch im Walde, Lichtkranzweihe, Perchtentanz, auch wieder sehr mythisch. Mhm. Ist auch eine Single, die ich, wo ich mich freue, dass ich die besitze eigentlich. Eine Belborn Picture 7 Inch, wo ich bis gestern fast nicht mehr wusste, dass ich die besitze, aber ich habe mich gefreut, dass ich die wiedergefunden habe. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die damals bestellt habe. Also Belborn hat man leider am Anfang schon mal, wir sind ein bisschen durcheinander. Das ist ja nicht so schlimm, jetzt sind wir auch beim Vinyl. Schick. Ups. Entschuldigung, werde ich schneiden. Ja, kein Problem. Mache ich erstmal da weiter. Genau. Hier nochmal die Belborn Perchta. Was dann wirklich schon in diese Erweckung, Heidenlärm, Schwarzer Lunder, Rauhnacht, was dann wirklich schon in diese, wie soll man sagen, rituelle Schiene geht. Weißt du, da hast du dieses Glockengeläut, dieses Geklirre, dieses archaische Lärm eigentlich. Ne? Also
ich denke mal, für Leute, die wirklich Truden sagen oder sowas hören, ist Melbourne gerade mit der Perchta 7 Inch sind da echt gut bedient, weil das sind rituelle, ich sag mal rituelle Musik, die da drauf passiert. Das sind keine mitzigen Lieder, keine Kröllieder oder irgendwas, das ist einfach. Irgendwann ja, muss ich kann das schlecht beschreiben, weißt du? Ich muss irgendwann unbedingt mal so ein Perchtenlauf, muss ich irgendwann mal beiwohnen. Ja, wobei ich weiß nicht, ob die Perchtenläufe noch so gut sind wie noch vor ein paar Jahren, weil die werden ja auch sehr reglementiert, was man darf, was man nicht darf oder sowas. Also wenn du so einen Perchtenlauf mitmachst, dann mach mal in einem Ort mit, also nicht in einem großen Touristenort, ja. Mach mal in einem kleinen Bergdorf in Österreich oder sowas. Das habe ich schon mal mitgekriegt, dass so Leute, die da wirklich ernsthaft dabei sind bei diesen Perchtenläufen, dass die da auch immer bei Facebook oder sonst irgendwo gibt es immer Artikel, wo man nicht hingehen sollte, weil das ein schlechter Perchtenlauf ist aus folgenden Gründen, die ich jetzt nicht weiß. Aber da muss man scheinbar auch aufpassen, wo man da hingeht. Das habe ich schon gehört, ja. Ja, gut. Wenn du wohl nicht als Touri nach Österreich fährst und hörst, ach, heute Abend ist Perchtenlauf in, keine Ahnung, Salzburg oder irgendwo, dann freust du dich wahrscheinlich auch drüber oder sowas. Aber wenn du einmal in so einem kleinen Bergdorf so einen Perchtenlauf miterlebt hast, ist das eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Und ich habe halt schon große gesehen und ich habe auch kleine gesehen. Und es war schon ein riesengroßer Unterschied, finde ich. Okay. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil, wie gesagt, ich komme nicht aus Süddeutschland und ich kenne mich da auch nicht so gut aus mit den Sachen. Ich weiß, warum und weshalb. Aber ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, der ist gut, der ist schlecht. Mhm. Weißt du, ich weiß nur, ja, aber dass, die mit Absperrgittern und mit LED-Lämpchen in ihren Masken drin wahrscheinlich schlecht sind. Das würde ich mir sagen. Subjektives weißt du? Empfinden, warum nicht, klar. Ich glaube, das ist auch das Empfinden der Leute, die da mitlaufen oder die das mittlerweile machen, weißt du. Und hier zum Beispiel hast du Stubenperch, die wilde Gesellen. Und da siehst du ja auch diese, das ist ja ein altes Foto, denke ich mal. Mal reinhalten. Ja, klar. Ein schönes altes Foto von einem alten Perchtenlauf wahrscheinlich. Das ist ein Split mit Jägerblut. Jägerblut kommt aus Bayern und Stubenpercht aus Österreich. Und die wilde Gesellen. Und Stubenpercht hat halt viele Splits oder viele 7 Inches auch gemacht oder sowas. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich so ein Stubenpercht-Fanboy bin, habe ich mir das irgendwie alles gekauft damals. Ah, das ist schön, die gute alte Zeit hier. Da war die Welt noch in Ordnung. Da war Pfütze noch mit O geschrieben. Was wurde mit O geschrieben? Pfütze. Ach so. Ja, das nennt sich Pfütze. Rauhnacht, auch aus dem Sturmpercht-Umfeld. Und ich habe letztens auch eine E-Mail gelesen, dass irgendwie Sturmpercht, Rauhnacht, Trudensang, weiß nicht, ob es einen Split gibt oder ein Gemeinschaftsprojekt oder einfach nur zusammen angekündigt. Auf jeden Fall wurden alle drei Namen in einem Atemzug genannt. Ja, das ist die Rauhnacht Vorbildschweigen. Das ist nur die CD-Version. Habt ihr dann noch als Platte. Das ist eine CD-Version, was? Ja, das ist eine CD drin. Sowas kenne ich immer viel aus irgendwelchen japanischen Veröffentlichungen, weil ich habe mal gehört, in Japan sollen wohl die CD-Cases so teuer sein, dass öfters mal eine japanische 7-Inch als CD dann kommt. Cool. Das halt auch mit diesen alpinen Mythen verbunden. Das ist geil, oder? Ja, ich finde es. Ganz im Ernst, das ist ein schönes Tattoo-Motiv, sowas. Ach, Tattoo-Motiv vielleicht nicht. Ach, ist doch geil. Aber ich finde es als Filmmotiv ziemlich geil. Wie gesagt, ich kann manchmal nicht anders, dass ich von Steinklang Industries einfach Sachen blind kaufe auch, die mir dann echt gut gefallen. Mhm. Ja, aber nochmal eine Sturmpercht. Den Namen? Weiß ich jetzt nicht, komme ich jetzt nicht drauf. Ich möchte es auch nicht unbedingt auspacken jetzt. Aber das siehst du wieder diese. Wie nennt man es? Traditionellen ja. Läufe da und hinten drauf. Die Jungs. Die Jungs dazu, die das auch genauso traditionell machen. Ich finde Tradition ist eine schöne Sache, wenn das nicht so ein piefiger Brauchtumsscheiß ist. Sowas, es gibt ja immer so, ich will jetzt keine Region in Deutschland ansprechen.
Aber wenn du jetzt in einem Gebiet lebst und dich dort nicht im Schützenverein engagierst oder sonst irgendwas, dass du da bei vielen unten durch bist. Also wenn das so ein Zwang ist, finde ich es doof. Wenn das aber ein schöner Brauch ist, den man gerne macht und wo man auch Spaß dran hat, dann finde ich, sind Bräuche eine super tolle Sache. Ich glaube, die machen das nicht aus Zwang oder so. Ich möchte mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um über Bräuche und Riten aus dem ländlichen Raum zu reden. Gar nicht. Weil ich mich da zu wenig auskenne damit. Ich finde einfach die Musik klasse. Nee, aber wenn wir gerade das Thema Brauchtum hatten, das ist einfach meine Sicht auf das Thema Brauchtum. Ja, aber noch ein Sturmberg, 7-Inch, Tanz des Tatzelwurms und am Fuße des Untersbergs. Auch cool. 180 von 234. Mhm. Ja, Tatzelwurm kann man nach googeln, diese Legende oder diese Sage vom Tatzelwurm, und hat gerade. Ich bin schon oft da gewesen am Untersberg und ich finde den Untersberg ziemlich mythisch. Eben wie es Kyffhäusergebirge oder sowas. Weißt du, es hat so eine Anziehungskraft. Okay. Einfach. Ja, klar, cool. Ich war noch eben im Kyffhäuser irgendwann. Ich muss dort so gerne mal hin, aber meine Family kriege ich da nicht hin überzeugt und alleine. Ne? Jetzt kommst du diesen 10 Zoll. Ja, mach mal. Die ist geil. Und die einzige Metal-Scheibe, die es heute mit reingebracht hat, ist die Trudensang mit der Watzmann-Sage, weil die einfach perfekt zu dieser Thematik passt. Ne? Was Stumpercht machen und die anderen Watzmann-Sagen sterbelicht, finde ich ganz, ganz groß. Einfach. War nicht das Watzmann-Saga-Lied auch bei der Live drauf, die im Iron Eagle aufgenommen wurde? Ich möchte jetzt nicht Falsches sagen, deswegen sage ich lieber nichts. Habe ich auch. Gibt es auch noch, ich glaube, bei auf jeden Fall gab es sie bei 4.0 Industries. Ja, die kriegst du, denke ich mal. Amofati hatte sie, glaube ich, auch. Trudensang sowieso tolle Band, keine Frage. Wie gesagt, die fügen sich gut ein, aber halt auf einer anderen musikalischen Ebene in diese Thematik halt. Diese alpine Mythenwelt, finde ich. Ich finde das, diese Pärchen und so weiter, jetzt, das sage ich jetzt nicht nur, weil du das jetzt halt hier zum Haupt Konstrukt machst. Ich finde diese Perchten und Krampusläufe, je nachdem, ich kenne mich da nicht aus, ich finde es einfach interessant, ich finde das schon ein spannendes Thema. Ich finde das super. Also das ist halt auch so eine Inspirationsquelle für die Bands. Das ist unendlich wahrscheinlich. Also ich weiß schon, das Grundding weiß ich schon, warum und weshalb der Krampus kommt. Aber das war ja nochmal eine komplett andere Thematik, die man, da müsstest du vielleicht mit jemandem von Sturmpercht oder Trudensang oder sowas reden, ne? Die sich da richtig extrem gut auskennen. Ich kenne diese Grundthematik, warum und weshalb Perchten, und das reicht mir auch eigentlich. Okay. Genau. Waldteufel haben wir jetzt hier nochmal mit Eines Gottes Spur. Damals, glaube ich, rausgekommen auf, ich weiß es gar nicht so richtig, hier steht es nicht drauf, Eis, genau, auf Eis und Licht. Eines Gottes Spur und Waldteufel. Wie gesagt, haben wir wieder den Sänger, der jetzt in Amerika wohnt. Und was aber für mich thematisch fast schon gleichzusetzen ist mit Sturmpercht zum Beispiel oder so. Also ganz schwierige Musik, finde ich. Bei Stürme, finde ich, für Waldteufel sehr eingängiges Lied ist. Also wenn ihr den irgendwo bekommen könnt, von Waldteufel und Waldteufel hören, kauft euch die Eines Gottes Spur. Ich wollte gerade schon fragen, ist das so eine Release, was man noch kriegt, oder ist das schwierig, sowas dann zu kriegen? Das ist ganz schwierig. Ja. Ich glaube, ich habe die mir gekauft auf dem Flammenzauberfestival in Heldrungen 2004, meine ich. Da hat Waldteufel gespielt und ich habe mich da sehr, also ich freue mich immer noch, dass ich die habe. Jetzt habe ich auch das Shirt. Und ja, damals hast du, glaube ich, noch nicht so viele bunte Vinyls gehabt oder sowas, weißt du? Das waren alles schwarze, hast du eine Platte gehabt und warst froh, dass du überhaupt eine hattest. Okay. Wo ich mich manchmal ärgere, ist, ich war auf so vielen Konzerten und Veranstaltungen, wo du hättest dir die Platten kaufen können, damals auch von Eis und Licht und also gerade von diesen Labels. Und ich habe mir aber nur CDs gekauft, weil ich einfach gerne auf der Rückfahrt im Auto
eine CD hören wollte. Mhm. Weißt du, dann habe ich gedacht, ach scheiße, was willst du mit der Platte? Heutzutage könnte ich mir einen Arsch speisen, dass ich da keine Platte davon gekauft habe. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist echt, wenn man so drüber nachdenkt, also, wenn man schon die Konzerte so 20 Jahre früher besucht hat und dann so drüber nachdenkt, oh, hätte ich damals mir diese und diese Platte gekauft, das ist, also sie ist nicht nur wegen finanziellen Wert, sondern einfach, dass, das ist, das, einfach, dass du das hast. Ja. Ja. Ich habe ja im Vorfeld, habe ich ja schon gestern aussortiert, was könnte man mal zeigen oder sowas. Und ich habe ganz, ganz viele CD-Stapel, wo ich sagen würde, die hättest du dir alle auf Better kaufen können. Ärgerlich, hast ne? Nur die ja. CDs davon, weil du die halt gerne im Auto hören wolltest. Weißt du? Oder so schnell ja, wie möglich hören wolltest. Und ja, ist halt so. Ein paar Sachen habe ich noch gekriegt, ein paar Sachen halt nicht. Das passiert erstmal nicht. Ja, dann können wir halt durcheinander, das ist egal. Darkwood Erntefeuer. Ist auch sehr selten. Ist von Lichterklang veröffentlicht. Und es ist eine Live 10-2. Okay. Mit 4 Liedern drauf. Da steht auch drunter im Rahmen des Lichterflugfestivals aufgenommen. Ich muss mal gucken, ob ich heute auf der Einfahrt bei Spotify irgendwas von Darkwood finde. Doch, Darkwood ist bei Spotify. Ja. Mit Darkwood habe ich dann aber gebrochen, würde ich nicht sagen. Es gibt ein neues Album von Darkwood, das heißt, glaube ich, was mit Garden, wie auch immer. Was mir dann aber, wo mir diese Tiefe fehlt und dieses Düstere, was Darkwood ausgemacht hat, das klingt mir, es ist einfach ein poppiges Album, was irgendwie an Ostara, an diese Ostara-Veröffentlichung anknüpft irgendwie, aber... Ich weiß nicht, für mich persönlich passt das nicht zu Darkwood und deswegen Secret Garden heißt das, glaube ich, genau. Und deswegen habe ich mir die auch nicht gekauft. Wie gesagt, ich habe die mir angehört, habe die gestreamt und es war mir einfach das Geld nicht wert, mir die als Platte zu kaufen. Vielleicht ärgere ich mich drüber, dass ich es irgendwann mal drüber, dass ich sie nicht gekauft habe, aber ja, sie läuft einfach vor sich hin. Und alte Darkwood-Veröffentlichungen haben mich berührt, weißt du? Ja. Also es ist im Prinzip wie mit den Alben von Totenwache. Die musst du dir auch nicht kaufen. Ist alles scheiße. Ja. 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 Was willst du dazu noch sagen? Nichts. Es war, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir können jetzt über Totenwache diskutieren, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, du willst da keine 3-Stunden-Sendung machen. So. Ja. Gut. Einfach. Das Thema. Das ist eine ganz, ganz coole Platte. Cadaver's Condition und Changes. Changes ist eine, ja, ob es eine Neofolk-Band ist oder nicht, kann man nicht sagen. Das ist wie so eine alte Hippie-Band. Ich weiß nicht, die Leute sind, glaube ich, auch schon 70 Jahre alt oder so, also nur zwei Typen. Mhm. Und Cadaver's Condition ist eine Death-Metal-Band aus Österreich. Und die haben zusammen eine Split gemacht, die richtig, richtig, richtig geil ist. Weißt du, da haben die auch sich gegenseitig an Instrumenten unterstützt oder mal einer das gesungen, mal einer das gesungen. Und das ist eine richtig, wie soll man das sagen? Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das funktioniert nicht. Neofolk mit Death Metal Gesang oder umgekehrt, weißt du? Okay. Und also wenn man eine Split liebt und man mag Neofolk und auch Metal, dann ist es die Cadaver's Condition und Changes. Das ist immer wieder in Österreich, weil Cadaver's Condition ist eine österreichische Death-Metal-Band. Auf jeden Fall lasse ich dir mal ein paar Baumwollhandschuhe zukommen, weil Sören, guck doch mal. Siehst du die Fettfinger drauf? Ja. Oh mein Gott. Ich, ja, ich weiß. Handhab das nicht so. Das ist für mich trotzdem noch ein Gebrauchsgegenstand. Zumindest habe ich das früher so gehandhabt. Jetzt, das sind ja Platten, die habe ich seit Jahren nicht aus dem Schrank geholt, weißt du? Ja. Jetzt würde ich das auch anders sehen. Damals habe ich mir Platte gekauft, zack, aufgelegt, zack, weggelegt. Manchmal auch draußen liegen lassen und sowas. Da war es eher ein Verbrauchsgegenstand. Ja, ich bin damit einfach nicht so sorgfältig umgegangen. Da hat sich halt meine Meinung zu Vinyl hat sich dann auch ein bisschen geändert. Okay. Halt, ich finde es auch bei manchen Sachen schade. Ich habe manchmal CD-Hüllen, wo ich die CD nicht mehr wiederfinde. Oh Gott. Weil die in irgendeinem Auto verschollen ist oder so. Ja. Oder in irgendeiner Hülle doppelt zwei drin sind oder sowas. Möglich, möglich. Irgendwann, wenn ich mal ganz, ganz viel Zeit habe, räume ich das alles mal auf und dann werde ich das alles wieder finden. Wenn du mal viel Zeit hast, meinst du? Wie gesagt, die Hüllen sind ja noch da. Yeah.
Oh, das sieht interessant aus. Ja, findest du? Weil da eine Frau mit einer Gitarre drauf ist. Jo, oder schon. Einem, ist es eine Gitarre oder wie nennt man das? Okulele. Eine Okulele ist das auch nicht. Weißt du, Balalaika. Sonnentau, das Laubfeld von den Bäumen. Eine richtig, richtig, also wenn man das Wort schön verwendet, oder wenn ich das Wort schön verwende, dann würde ich das für dieses Album verwenden. Und wenn er meine Fotos sieht. Dann auch, natürlich. Anne Sommers letzten Falter zum Beispiel, das erste Lied von der Seite A, ist ein wunderschönes Lied rausgekommen auf Prophecy. Ach echt? Und der Hauptakteur ist der Uwe. Viele Grüße, Uwe. Uwe Nolte von Orblit und vielen, vielen anderen Sachen. Prophecy, das Imperium-Album hat ja auch so diese Neofolk-Anleihen, ne? Also, weiß ich nicht. Also ich sträube mich da immer, Imperium irgendwie als in den Neofolk-Bereich reinzustecken. Das ist einfach nicht so. Ist das so, ja? Ja. Wir hatten das neulich mal gesagt, ich dachte, ich habe das neulich mal so abgespeichert. Ich will keine falschen Infos. Das müssen ja keine falschen Infos sein. Das ist ja einfach eine subjektive Betrachtungsweise. Hast du das neue Imperium-Album mal gehört? Nein. Also viele feiern es gerade ab. Ich habe da nicht reingehört. Wir hatten heute Woodcrow's Place und ab Weiland ist bei mir dann eigentlich Ruhe bei Imperium. Okay. Also Weiland fand ich schon, hatte schon diese Neofolk-Anleihen, finde ich. Hm? Aber ich stecke es trotzdem nicht in diese Kategorie. Okay. Ja. Warum auch immer. Aber wie gesagt, das ist eine subjektive... Ja, warum auch nicht? Mach doch. Ja, wir können ja sagen, gesagt, ich habe hier keinen, irgendwie der sitzt, diese Schublade, das kann ich immer nur für mich persönlich entscheiden. Und für mich sage ich, Imperium hat Neofolk Anleihen, aber es steckt da irgendwo nicht drin. Weiß ich nicht. Warum und weshalb, weiß ich nicht, aber es ist einfach so ein Bauchgefühl. Gut. Weißt du? Ich weiß es eh nicht besser. Passt schon. Ja, selbst wenn du es besser wüsstest, könntest du was anderes sagen, aber jeder kann, der es besser weiß, kann irgendwas anderes sagen, aber das ist halt einfach nur meine Meinung. Jetzt. Astara, wisst ihr, was du das auch rausgekommen auf Eis und Licht? Aus Dresden übrigens, war das Label damals. Mhm. Gibt es noch? Ich glaube, das Label gibt es nicht mehr. Also, was heißt, ich glaube, ich weiß, das Label gibt es nicht mehr. Das ist die Nachfolgeband von Strength Through Joy. Mhm. Und das ist auch so eine, also wenn es jemand mag, so ein, ja, gute Laune-Ding. Weißt also du? So wie Jenerwein? Also Jenerwein hat schon auf die Spitze getrieben mit Sommer zum Beispiel mit diesem Lied. Hm, das finde ich geil. Das wirklich ganz, ganz gute Laune macht. Ja. Aber hier auf dem Album, sag ich mal, sind uns da noch recht melancholisch. Aber trotzdem so, nicht, dass dich runterzieht, weißt du, sondern dass du wirklich sagst, ja, kann ich schlecht beschreiben. Also auf jeden Fall keine Depri-Logo oder sowas. Okay. Also Stara, vielleicht diese Whispers to the Soul, 10-Inch kriegst du wahrscheinlich nicht mehr, aber neuere Stara-Sachen auf jeden Fall. Also ich glaube, Ostara sind auch bei Spotify oder so, wenn der jemand einfach reinhören möchte, kann das da einfach machen. Ich finde, als Tipp wäre die Kingdom Gone ist eine gute Scheibe und dann gleich das erste Lied Bavaria oder sowas. Wenn du das hörst, kriegst du, weiß nicht, kannst du Autofahrmusik machen und kriegst automatisch gleich gute Laune. Das ist einfach so. Ich merke mir Ostara und Darkwood für die Heimfahrt. Ja gut, Darkwood würde ich runterziehen. Also aus Neuem vielleicht, aber Ostara, wenn du gute Laune haben möchtest, hör Ostara einfach an. Okay. Darkwood Weltenwende hat man hier auch auf Eis und Licht rausgekommen. Ja, 2003. Das sind so Sachen, wo ich mich freue, dass ich mir die gekauft habe. Ich glaube, das war einfach auch im Rahmen eines Konzerts oder so. Wahrscheinlich auch, als ich schon 10 Bier getrunken habe oder sowas. Ich habe dann immer irgendwas mitgenommen. Mhm. Ich bin froh mittlerweile, dass ich ganz, ganz viele Eis- und Lichtveröffentlichungen mitgenommen habe. Okay. Oh mein Gott. Siehst du, jetzt kriegst du nichts mehr. Scheiß Plastikhüllen, ey. Ja.
dann holt die doch nicht erst raus. Doch, wollte mal gucken. Da ist kein buntes Vinyl dabei. Die waren damals alle schwarz. Okay. Das ist einfach so. Oh, jetzt kommen wir zum großen Vinyl. Genau. Jetzt kommen die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Platten oder 6 Platten. Großes Vinyl. Die Sturmpercht Schattenlieder. Das finde ich Referenzwerk, was diese alpine Folkmusik angeht. Und diese Platte war Teil einer Box. Und die Box muss ich einfach jetzt nochmal zeigen. Ist es jetzt das aktuelle Album? Ich glaube, das ist aktuellste. Das okay. ist auch schon alt. Aber ich glaube, das aktuellste. So, guck mal. Schau mal hier. Hast du doch den Namen drauf geschrieben gekriegt, wer es bestellt hat? Ach so. Weil es nämlich zu dieser Box gehört. Das ist, also wenn jemand geile Veröffentlichungen macht, dann macht das Stummpercht mit solchen scheiß Schachteln. Also eine LP in so einer Schachtel zu verpacken, ist schon ziemlich geil. Ist das ein Doppelalbum? Weil hier zwei Hüllen drin sind, aber nur eine Platte. Kann ich das nicht genau sagen. Okay. Tja, wie macht man das jetzt, dass ich das Mikro nicht aufstöße? Warte, wir können das Mikro ein Stück wegschieben. In dieser Schachtel sind drinne mehrere Instrumente. Zum Beispiel. Was ist das denn? Das ist ja geil. Loslassen hier. Sind das Sachen, die man bei den ersten Leuchten benutzt? Wahrscheinlich. Eine Kette. Und so eine Vogelpfeife. Und dieses Teil. Kann ich das auch mal machen? Hintergrund dieser. Krass. Der Hintergrund dieser Box ist. Also, wie gesagt, da war die Platte drin und diese Instrumente. Ja. Hintergrund dieser Box ist. Leute wurden dazu aufgerufen, ein Lied von Sturmpecht zu covern und möglicherweise diese Instrumente zu verwenden und das dann an Sturmpecht zu senden, und die hätten einen Sampler gemacht mit diesen Coverversionen. Also für den, der diese Box kauft, der kann sagen, ich mache einen Sturmpecht-Cover und benutze das als Instrument. Genau, oder ich benutze das zusätzlich als Instrument. Das ist eine geile Idee. Aber irgendwie hat das wahrscheinlich nicht funktioniert, weil ich wüsste nicht, dass dieser Sampler irgendwann rausgekommen ist. Ich weiß, dass Mosaik ein oder zwei Sturmpercht-Coverlieder gemacht haben. Aber an sich ist diese Idee oder diese, das ist ja das Nonplusultra, was man in einer limitierten Box machen kann, oder? Also du kriegst ein Zertifikat mit deinem Namen, kriegst eine Box mit Instrumenten und die scheiß Schallplatte dazu. Das finde ich ganz, ganz großes Kino. Also das, was kostet denn sowas, so eine Box? Oh, ich habe drei. Ich hab keine Ahnung, ich habe die. Ich weiß nicht, steht da ein Datum oder steht da ein Jahr drauf, wann das rausgekommen ist? Hier nicht, nee. Nee, ich glaube nicht. Aber hier steht MySpace drauf, dann könnte schon was. Ich denke mal, lass mal überlegen. 2007, 2008 oder sowas. Ach so, vielleicht. Also wirklich schon länger. Ja, vielleicht auch 9 oder sowas. Aber es ist schon echt lange her. Aber diese Idee, da und sich diese Mühe zu machen, sowas rauszuhauen, ist geil. Finde ich extrem krass und extrem geil. Das ist sehr originell. Das ist, ja, das sind halt alles solche Urinstrumente, weißt du? Und die benutzen Sturmpercht diese Instrumente auch bei ihrer Musik? Ich denke mal, das so klingt das ja auch gelegentlich. Das lässt sich wieder rüber. So, ich versuche mal wieder hier hinzukriegen. Oh, ich lege. So, ich gehe mal ganz kurz forzen. Hat man bestimmt nicht gehört, das schneide ich dann noch raus, wahrscheinlich. Was ist das? Schattenlieder. Ist Sturmpercht bei Spotify drin? Ich glaube nicht. Okay. Also auf jeden Fall sind hier auch viele Gastmusiker, zum Beispiel der Markus Wolf von Waldteufel singt ja ein Lied mit oder so. Wie gesagt, ich vermute einfach, dass wenn jemand wirklich auf diese Trudensang-Sachen steht,
dass der mit Stummpecht überhaupt kein Problem hat. Wenn man es mal ein bisschen ruhiger haben möchte. Ich finde das Cover richtig geil. Da hast du halt hier so die Tiere des Waldes, wie die sich halt so, ne, klar, es ist ein bisschen kitschig. Ja, genau. Eine kleine Nachtmusik für Berggeister und Waldteufel. Dann hast du hier so diese Tiere des Waldes, so auf diese Richtung und hier den abziehenden Rauch und die Nacht. Das ist doch geil. Also richtig cool. Ernsthaft, cool. Ich überlege jetzt einfach, ich lasse jetzt einfach ein paar Platten weg. Okay. Und mach mit diesen schönen Sachen weiter. Ja, okay. Was ich zwischendurch nochmal erwähnen möchte, das passt jetzt hier zwar gar nicht so, das passt schon rein in die Sendung, ist Freemode. Freemode mit diesem Album O Tempora O Mores. Ist eine neue Neofolk-Band, die einfach... Machst du das wieder aufweg? Nein! Eine neue Neofolk-Band, es hört nicht mehr auf, die einfach... Na, was ist doch geil, nachdem du hier 15 Bier getrunken hast, gärt es ja, jetzt in dir. Bier sind wir 7? Ja, ja, mindestens 11. Du auch. Nein. Ich sag, Freemode mit O Tempora O Mores. Ein Bombenalbum. Es gab, für mich war die letzte Band, die so gute Musik gemacht hat in Deutschland, war so eine Hagal. Und ist das? Jetzt kommt diese Band irgendwo daher und ich höre die und ich denke, ja, ja. Also das ist aktuelle Band mit einem aktuellen Album. Genau. Und genau. Klingt die Musik jetzt auch frisch oder klingt das zum Beispiel, die klingt mal mega Cold, frisch, die Cold Earth? Klingt, machen aber, also Cold Earth ist eine aktuelle Band, nochmal so zum Vergleich, machen aber so diesen 90s Black Metal, der trotzdem geil ist, aber es klingt frisch. Ja gut, was willst du denn im Bereich großartig neu machen? Natürlich, die klingen wirklich, das erste Lied ist Aufbruch und so klingt das auch. Gut, also, das klingt wie nach vorne gehen, aber das ist ein ganz, 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 ganz geiles Album. Also, wie ich weiß nicht, ich glaube einmal bei Freemode. Freemode? Weiß nicht. Also Freemood. Schwierig. Also das kann man sich geben. Wie gesagt, Prophecy hat sicherlich auch genügend Kopien gemacht. Wird jetzt nicht so schwierig. Ich muss echt mal bei Prophecy mir da mal was bestellen hier. Geil. Also das vor allem, wenn das noch so easy ranzukriegen ist, dann ja, gerne auf jeden Fall. Ich habe das gehört und ich habe wirklich gedacht, jetzt gibt es seit Jahren mal wieder eine Band, die richtig, richtig gut ist. Es gibt ja gelegentlich einfach jemand, der sagt, zack, ich nehme eine Wandergitarre, setze mir das Lagerfeuer und singe über Odin und grüne Blätter und keine Ahnung. Aber das macht ja noch lange nicht diese Neofolk-Sache aus oder sowas. Weißt okay. Du? Das muss ja schon ein bisschen Tiefgang haben. Und die haben das. Ich weiß halt nicht, wie man es ausspricht. Freemode, keine Ahnung. Mhm. Hat auf jeden Fall diesen Tiefgang. Perfekt. Ich finde dieses Album perfekt. Musikalisch wie auch textlich. Ganz großes Kino. Nehme ich mit. Danke. Danke. Also alles, was er jetzt hier rüber schiebt, nehme ich mit. Ja, schieb dich mal viel rüber. Ich schieb ein bisschen was noch weg, weil es, glaube ich, den Rahmen springt und willst du gar nicht mehr so dazu. Ja, eben. Deswegen, okay. Weil wir gerade bei diesem Sturmperch-Ding gewesen sind, mit wie viel Liebe und Einfallsreichtum so eine Box gestaltet wird. Ja, ne? Weil kämst du auf die Idee, eine Box zu machen mit Instrumenten drin und sagst, pass auf. Nimm das Instrument oder nimm die Instrumente und macht mir eine Kamera so und schickt mir die zu und wir machen einen Sampler. Nee, natürlich nicht. Ganz viele Leute haben wahrscheinlich cool die Box, aber keiner hat da Lieder eingeschickt. Außer wahrscheinlich der Martin von Mosaik. Ich weiß nicht, ob das in dem Rahmen zustande gekommen ist, diese Cover so zum Beispiel. Stumpercht zur ewigen Ruhe. Hast du eine CD gekriegt mit dieser Schachtel? Und in dieser Schachtel, ja, da kann jeder sagen, ja gut, da steckst du ein bisschen Stroh rein, ein bisschen Tannenzweige und ein Stück Rind oder sowas und eine Flasche Schnaps. Aber Sachen zu machen, die dann so aussehen, finde ich, ist halt kein so ein Allerweltsprodukt, weißt du? Du kannst ja heutzutage dir von jeder Kackband irgendein Whisky oder ein Wodka oder sowas, ne? Und meinst du denn, dass Rammstein oder sowas jemals den Wodka getrunken haben, den die verkaufen? Oder Broilers ihren Gin? Gute Frage. Ich glaube nicht. Da ist irgendeine große Brennerei dahinter.
die geben der Band Geld, da kommt das Label drauf, zack, und dann wird das verkauft. Ja, weißt du? Also es gibt ja für die Bands so Gimmicks, die irgendwie was Spezielles machen wollen, die kriegen einen Katalog vorgelegt, wo irgendwelche Scheiße drin ist, die du letzten Endes nie wieder brauchst. Was weiß ich. Ja, ich meine jetzt gerade was die... jede Band macht ja jetzt mittlerweile ihren eigenen Schnaps. Ja. Nur jede Band gut, macht nicht ihren eigenen Schnaps. Die Brennerei machen ihren eigenen Schnaps, ja, geben Geld, dass sie das Label dieser Band draufkleben können. Das ist ein Allerweltschnaps, den du da kriegst. Weißt du, das ist ja kein... Meinst du denn, dass Metallica sagen, ja, jetzt probieren wir erstmal, wir machen das erstmal und dann gucken wir mal so. Nein, ja, passiert wahrscheinlich mit mehr Liebe. Sagen, ja. Pass auf, Leute, ihr kriegt, keine Ahnung, 2 Millionen Dollar und wir kleben Metallica irgendwo drauf. Oder ihr kriegt 100.000 Euro und er klebt braun das irgendwo drauf, weißt du? Okay. So läuft das ja. Und deswegen zeigt man aber kurz diese Flasche da. Deswegen glaube ich, also ich kenne ein paar Leute, die gesagt haben, oh, wenn ich diese Flasche sehe von Urfaust zum Beispiel, das ist ja so ein handnummeriert, 80 von 241, da hat sich die Band noch was dabei gedacht. Und ich habe das auch gelesen, dass Urfaust, ja, ich habe, der eine hat so ein Patch mal drauf, Alkohol-Enthusiast, das ja wohl ich gerne saufen. Und ich glaube auch wirklich, dass die da in dieser Gin-Brennerei gewesen sind und haben das verkostet, bis es denen selber passt. Weißt du? Okay. Und das machen halt, und da hat ein Kumpel von mir gesagt letztens, das würde ich mir mal wünschen von so einer großen Band oder sowas, dass ich sowas hätte. Und das, glaube ich, ist aber auch wirklich so gemacht. Das ist ein Schnaps, der Band passt. Und deswegen gibt es auch nur nicht mal 250 Stück davon. Also die haben, da steckt die Liebe zum Detail genau wie hier. Ja. Okay. Das denke ich mal. Das ist der große Unterschied zu großen Bands. Natürlich ist das relativ preisintensiv, wenn man sich sowas kaufen möchte. Auch diese ganzen Holzschachteln von Schumbrecht oder so. Aber es ist halt einfach... Ich persönlich finde, es ist wert, weil da ganz viel Eigenständigkeit und Liebe drin steckt. Was kostet so eine Flasche hier? Weißt du das noch? Also die Flasche einzeln kostet 40. Ich habe die mir nur gekauft, ich bin ja auch so blöd. Ich habe die Box von Urfaust, also mit der Platte und mit dem Schnaps drin, aber ich möchte diesen Schnaps, der in der Box ist, nicht aufmachen. Ja, ich bin ja genauso. Und jetzt habt ihr nochmal so eine Charge aufgelegt mit 41. Ja, ja. Und ich habe halt Glück gehabt, dass ich noch eine gekriegt habe, aber die kostet 40. Aber ich glaube, das ist so ein genereller Sammlerknall. Also ich habe auch Boxen zu Hause, da nehme ich auch nichts raus. Also abgesehen von den Klamotten, also die T-Shirts trage ich, aber ich würde mir jetzt nicht ein Patch aufnähen oder ich würde mir jetzt keinen Anstecker, der irgendwo drin ist oder sowas, einen Pin würde ich auch drin lassen. Ja, manchmal mache ich das, manchmal mache ich es nicht. Okay, also ich kann das verstehen. Das war es halt so, ich habe halt nochmal 40 Euro ausgegeben, oder? Also das ist die Flasche zum Saufen. Okay. Ja gut, 40 Euro, ich sag mal, wenn er dir schmeckt, ich sag mal, für eine gute Flasche Gin bezahlst du bestimmt auch deine 30, 40 Euro, oder? So oder so. Sicherlich, und das ist ein guter Gin, also da kann man überhaupt nicht meckern. Also, wenn natürlich jemand nur die ganze Zeit hier Lottens 3 Gin, oder wie das heißt, mit dem ich trinke den Gin nicht, aus dem Kaufland für 4,50 Euro kauft, ist das schon ein Unterschied eigentlich. So, was machen wir denn mit was machen wir denn weiter? Ich finde, die Sturmperch, die große, macht mich an. Ich überlege, ob ich jetzt die Liga, das heißt, komplett rauslasse. Okay. Da sind auch ganz schön viele. Und ich einfach mit Mahlzeit. Ich bin nur höflich. Mahlzeit. Dr. Rock. und einfach die Sturmpercht weitermache und die Darkwood noch nehme. So soll es sein. Und die... Ja, Mario, tut mir leid. Ich halte es mal kurz in die Kamera, aber ich mache die Liga, das heißt, mache ich heute nicht. Ja, so machen wir das. Die Liga, das heißt, wäre natürlich ziemlich, ziemlich fetzig, weil ich habe schon mal eine... Ich muss mal kurz zum Anteasern. Wenn du die Nummer 4 von 50 Stück hast und die sind handgemalt, das ist schon auch eine ganz geile Sache. Allerdings sind wir nicht bei Liga, das heißt, sondern bei Sturmpercht. Wenn ihr Liga das halt sehen wollt, müssen wir halt noch eins machen. Hier eine Sturmpercht-Box mit ganz. Wenn ich die jetzt alle rausziehe. Sind das alles Platten? Ja. Okay. Sortierst du die wieder ein. Okay. Ist das so ein Best-of oder was ist das? Das sind alle. Also wie gesagt, wieder. Ich glaube, für Sturmpercht-Veröffentlichungen müssen ganz, ganz viele Quadratmeter sterben.
Hast du überlegt? Ja. Ist also dieses Ikea-Holz, ne? Genau, da steht 8 Schallplatten. Ja. Hast du das so drauf? Was mal halt drin ist. Und das sind alles Pictures. König Ludwig, der Erste von Bayern. Hat der das Neuschwanstein gebaut oder war das der Zweite? Bin ich Architekt. Aber das sieht schon ziemlich urig aus, ja, ne? Das hast du so die Sturmpercht-Leute. Die sehen jetzt ganz anders aus, als man sie sich vielleicht vorstellen mag. Wie hast du dir vorgestellt? Ja, gut, das ist halt ein bisschen... Ja, wie will man das denn machen? Ja, wahrscheinlich habe ich so einen Stereotyp im Kopf gehabt von jemand, der irgendwie Metal spielt, der irgendwie lange Haare hat, vielleicht ein bisschen tätowiert ist, keine Ahnung. Und die sehen halt aus wie Musiker, aber aus der Kneipe. Dabei. Ja. Wer ist das? Gerhard von Aller Seelen. Okay. Aller Seelen hätte ich theoretisch auch mit in der Sendung gehabt, aber wie gesagt, das wäre diese... Und was ist das jetzt? Ja. Das sind alle Platten, die jemals bei... Alle das sind Full-Length alle Platten, alle Full-Length, alle... Klein, aber alle als Pictures. Und die Pictures sind eigentlich zu. Die müsste man eigentlich zeigen, aber mach du das. Ich hab keinen Bock, die anzusortieren. Dann erzähl du, was wir sehen. Ja, das sieht man, was man sieht. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, welche LP was ist, aber ich finde die Bilder schon so ästhetisch und mega gut. Also ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan von Picture-Platten. Ich auch nicht, aber ich musste. Das war auch so ein Ding von Stubbeck, was ich haben musste. Oder du packst ja. Ich kann gerne, wenn du das möchtest. Das ist ein Doppelalbum. Das sind nur zwei drin. Was ist das denn? Ja. Vielleicht habe ich die auch irgendwann mal doof reingesteckt. Aber ich finde die echt gut gemacht. Ein Feuersalamander. Ja, da gibt es ein Lied von Stück als Salamander-Schnaps. Du solltest es mal hören, aber ich. Ich glaube ja, nicht, also glaub nicht, dass es. Ich glaube nicht, dass Sturmreich dein Ding ist. Meinst du? Boah, die sieht da geil aus, ey. Wie gesagt, das war so ein. Also das sind Platten, die ich nicht höre. Mhm. Würde ich sagen. Schon. CD habe oder sowas, aber ich wollte es einfach. Ja, haben, weil wie alt ist diese Box? Was soll ich sagen? Die Wahrheit. Ich denke, 6-7 Jahre bestimmt. So. Hattest du mir nicht von einer Sturmpercht-Box erzählt, die jetzt erst rauskommt? Das war diese Tape-Box. Genau, das war diese Tape-Box, auf die ich jetzt noch warte. Obwohl am 14. Mai schon die Mail kam, dass sie demnächst verschickt wird. Aber leider ist heute nicht da. Ich hätte euch gerne die Sturmpercht-Tape-Box gezeigt. Ich glaube, da ist auch nichts anderes drauf als hier, nur als Tape. Mhm. Aber wie gesagt, da, genau, jetzt siehst du die Leute nochmal richtig. Menschen wie du und ich mit einem Hang zu Bier und Alpinen. Das, ja, das sind Wolpertinger auch vorne drauf. Ist das ein Wolpertinger? Ja. Ja, ja. Cool. Also ich denke, ich habe ein Projekt auf dem Weg nach Hause, werde ich mir schon geile Mucke anhören. Mal sehen, was ich finde. Vielleicht sind die bei Bandcamp drin. Oh, bei Bandcamp ist das. Die sieht geil aus. Oh, ach hier. Boah, die sehen richtig finster aus, die Pärchen. Gut. Also die auch die Kostüme zu diesen Pärchen oder Krampuse, wie auch immer. LP hast du wieder hin mit Band drauf. Mhm. Das war mit der Max. Mit dem Max habe ich der, mal, der ganz unten. Ja, mit dem Max habe ich mal geredet, weil der Max, was ich ja vorhin vorgespielt habe, hätte der Max gerne, also der hätte uns unter Vertrag genommen. Mit eurer Musik. Ja. Aber wir haben. Ist halt noch nicht so ganz raus, ob ich hier heute in das Video es noch geschafft habe, Max die Musik vom Sören und seinem Spielpartner. Der Band, willst du den Bandnamen das sagen? Das solltest du nicht verraten. Achso, soll ich nicht verraten, okay. Genau. Und das ist Zapfenmander. Gut, dann werde ich das wahrscheinlich rausschneiden. Nö, das kannst du. Ach. Jetzt ganz im Ernst, spricht mich extremst an. Also die Thematik,
Und auch so, dass ja, dieser Habitus und so, irgendwie, ich finde das toll. Ja, weil das auch toll gemacht ist, weißt du? Das sind Bands, die aus Liebe zur Musik machen, weißt du? Das sind ja keine 50.000 Verkaufszahlen. Ja. Dinger oder sowas, ne? Das ist einfach, die damit nur Asche machen wollen. Ja, das ist einfach nur, dass irgendwas, dass die Leute irgendwas schön gemacht ist in der Hand kriegen oder sowas. Ja. Du kannst es auch später reinreden. Du kannst ruhig weiterreden. Ja, weiterreden. Wir haben jetzt einfach nur noch einmal Stummrecht und dreimal Dark. Das zum Beispiel hast du ja auch wieder eine Holzschachtel Berge entrückt von Sturmherrcht. Weiß nicht, ich. Das Edelweiß ist aber von der alpinen Bann- und Segenssprüche. Das habe ich bloß hier reingetan, damit es nicht verloren geht. Und dann einfach, wenn du so eine CD-Aufmachung machst, weiß nicht, da muss viel Liebe drin stecken. Weil sonst hättest du irgend so ein Schulcase oder keine Ahnung, ein Digipack oder sonst irgendwas. Mhm. Wenn du aber in ganz kleinen Auflagen solche Dinge ausbringst, dann musst du einfach Bock haben auf die Musik und musst einfach oder machst einfach nicht. Berg entrückt, okay. Ich glaube, das war so ein Album, wo die nur so Sagen oder so dann erzählt haben. Cool. Aber und noch ein bisschen Darkwood sehe ich hier. Ja, ein bisschen Darkwood. Ich habe festgestellt, ich habe letztes Mal die Notwendfeuer von Darkwood vorgestellt, in dieser grauen Papphülle. Mir ist aufgefallen, dass ich von dieser Darkwood Notwendfeuer die meisten Versionen habe von einer LP. Also ich weiß nicht, wie geht's dir? Hast du von einem Album mehrere Versionen? Ja. Was sind die meisten? Moment. Das ist von der finnischen Band Nightwish, habe ich die Finnish Steel Storm mehrfach. Achso. Okay. Ja. Gut, ich wusste nicht, die LP-Version. Mir war es entfallen, dass es von Nightwish ist. Genau. Ja. Ist eine geile Band. Also, Darkwood, Notwendfeuer. Wieder rauskommt bei Fronte Nautico, wo ich letztens schon diese Sonar Gal Live, glaube ich, gezeigt habe. Also auch von der Nautico gewesen. Und wie gesagt, ja, Darkwood, sagt hier diese Karten. Darkwood, Notwendfeuer. Und dann hier in dieser wunderschönen Schachtel dieses Tape. Und mit dem Metall-Label. Sieht aus wie so eine Ordensbox. Also wie so, wenn du deinen Orden vorliegen kriegst, Sören. Ja, ich weiß gar nicht, ob es ihre Auszeichnung für besondere vielen Dank. Der Bundesrepublik vielen Deutschland. Ich darf ihren Namen leider nicht sagen, aber vielen Dank, Herr. Herr Rock. Herr Rock. Ach ja, stimmt. Heißt ja mit Vornamen Dirk und mit Nachnamen Rock. Genau. Ich habe es nicht mehr gewusst, Entschuldigung. Ja. Nee, als Anerkennung Ihrer Dienste gegenüber der Bundesrepublik Deutschland überreichen wir Ihnen hier feierlich das Bundesverdienstkreuz. Dann überreichst du mir bitte auch noch die Herbstgewölk. Ja. Die Herbstgewölk, müsst ihr aufpassen. Also wenn ihr denkt, Darkwood ist immer nur warme Gitarre und geile Texte oder sowas. Aber du hast gesagt, Darkwood macht auch Geräusche. Also es gibt doch so, tja. Also Industrial wie Maschinenzimmer 412 ist es jetzt nicht, aber es gibt auch gerade die Heimat und Jugend. Also Darkwood kann auch anstrengend und anders sein und nicht so eingängig. Aber wie gesagt, Fronte Nautico hat das ganz gut gemacht. Und ich finde halt ein Album, also ich letztens, ja bitte? Ich finde halt, was diese Musikrichtung, ich sage es einfach mal Neofolk, für das, was ich für Neofolk halte, besonders macht, das habe ich auch vor dem Video jetzt schon gesagt, ist die außergewöhnliche Wahl der Albentitel oder der Bandnamen. Wo habt ihr schon mal das Wort Herbstgewölk gehört? Das ist schon was, oder Notwendfeuer? Das ist schon sowas, das ist schon was sehr markant ist. Was mir als erstes auffällt, wenn ich an diese Art von Musik oder die Bands denke. Ich habe das Wort Herbstgewölk noch keinem anderen Zusammenhang jemals gehört, außer im Neofolk-Bereich. So diese Wortwahl. Ja. Ja, na gut, wie gesagt, es gibt ja diese. Ich möchte keinen Namen nennen, aber es gab manche Leute damals, die einfach dachten, wir spielen eine Wandergitarre
und singen mal kurz hier, zack, Odin hier, Odin da, Tor das, Tor dies, weißt du? Und die dachten, die gehören dann auch zu diesem elitären Kreis, zu den Neofolk-Bands oder der Neofolk-Bands. Aber das hat nicht funktioniert, weil diese Bands haben sich überhaupt auch nicht durchgesetzt oder sowas. Mhm. Das ist wahrscheinlich genauso wie im Black-Metal-Bereich, dass wenn eine Band denkt, oh, heute machen wir eine schön auf böse und dann passiert trotzdem nichts, weißt du? Mhm. Das funktioniert. Gerade wie Bands wie Sonnenhagal, Darkwood, Fossil, wenn es sie noch gäbe, werden immer noch etabliert, weißt du? Oder Orblit, zum Beispiel mit dem Uwe, der das macht. Orblit ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber Orblit funktioniert einfach immer, weißt du? Orblit also funktioniert einfach immer auch, weil der Uwe einfach lyrisch extrem ganz weit oben ist. Weißt du, nicht so platte Scheiße wie, ja, hier, Thor's Hammer, wir haben da eine drauf. Der Hammer, das ist das ja. Kreis. Ja, eigentlich ist das so. Du meinst auch, die Leute, die diese Musik hören, die kannst du auch nicht so leicht um den Finger wickeln. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass. Boah, das ist jetzt schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, keine dummen Leute hören Neofolk, weißt du? Mhm. Ich finde aber, dass gerade wenn so Dichter zitiert werden oder ja, ganz viel Literaturkenntnis dabei ist oder sowas, es wird sich ja nicht der letzte Assi dahinsetzen und wird sagen, ja geil, heute höre ich mir mal im Fall zum Hölderlin an. Weißt du? Okay. Das macht ja keiner. Das macht man dann schon bewusst und achtet auch bewusst irgendwie auf die Ästhetik oder so. Also so wie ich mit meinen Videos, mir ist meine Ästhetik und so auch besonders wichtig. Da steckt ganz viel Liebe zum Detail drin. Ich würde nie die Kamera einfach anmachen und einfach drauf loslabern. Ja, schon klar. Was ich noch beim letzten Mal revidieren musste, war, ich habe beim letzten Mal diese, ich glaube, heute aber die zweite Version, glaube ich, von Darkwoods Notwendig Feuer. Und beim letzten Video hatte ich diese graue LP. Hat irgendjemand drunter geschrieben, auf die Notwendig Feuer bin ich neidisch. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, wenn du diese veröffentlicht, ich habe ja echt geglaubt, dass die graue LP aus dieser Holzschachtel ist. Aber da ist noch eine drin. Ja, und ich habe gestern erst festgestellt, ach nein, das ist ja nochmal eine LP, die habe ich mir ja nochmal gekauft. Moment. Es ist halt aber schwierig, weil man muss einfach bei diesen Platten, wenn da so ein Band drum ist, man muss es einfach durchschneiden, um das abzukriegen. Zumindest musste man das hier, weil dieses Siegel ist hier festgemacht worden. Und das ist nochmal die Notwendig Feuer. Allerdings in einer Holzschachtel, auch von Frontenautica. Ich rauche gerade, kannst du mir mal rausschütteln? Ja, darf ich? Ja, gerne. Und ich glaube, derjenige, der bei der Notwendig Feuer vom letzten Mal, musste einfach richtig schütteln. Ja, ich traue mich, ich will nichts kaputt machen. Da ist ein Inlay drin und die Platte. Derjenige, der gesagt hat, er ist neidisch auf diese graue Darkwood, der sollte auf diese Darkwood noch neidischer sein. Zumindest auch auf die Farbe des Vinyls. Hohoho! Man sieht doch mal was anderes. Und ist das so deren bestes Album? Was sagst du? Also ich bin mehr der In the Fields Typ. Aber das ist schon ein ganz großes Kino, sonst hätte ich wahrscheinlich das Album auch nicht in 50.000 Versionen. In Anführungszeichen. Holz. Weißt du, und das in dieser Holzsache zu machen. Und mir hat es extrem leid getan. Hier steht, glaube ich, auch drauf. Aber hinten steht es, glaube ich, auch drauf, wie viel es limitiert ist. Hier kann man es, glaube ich, nicht mehr so genau lesen. Doch, 65. Nee, warte. 35 von 59, 59 Stück gibt es davon. 59 finde ich wirklich wenig für eine. 59? Ja, hier auf dem Band hast du noch drauf. Alter.
Also Fun? Wahrscheinlich, ja, ja. Vor allem, wahrscheinlich ist es ja so, für die Sachen, die auf dem Tisch liegen, dann, ja, da kannst du 3 Monate Hypothek mit abzahlen, oder? Ich finde halt, dass dir das wirklich ganz, 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 ganz gering limitiert hat. Ich mache noch ein einziges. Ich mache jetzt nicht die Liga, das heißt durch. Ich zeige dir noch eins. Kennst du den Film Das kleine Arschloch? Ja. Kennst du die Szene, wo die so tun, als wäre es eine türkische Band und wo die da vor irgendwelchen Muslimen singen? Das kleine Arschloch ist ja der Sänger von der Band. Mhm. Und der Kehrreim von diesem Lied, was die da singen, ist natürlich Lägerfötzele, Lägerfötzele. Deswegen muss ich immer dran denken. Lägerfötzele. Da wirst du jetzt mit einmal unsympathisch. Nein, gar nicht. Aber so ein Scheiß geht mir durch den Kopf, ey. Ist wie so ein kleiner, hier so ein Affe, der da so. Okay, jetzt sind wir wieder ernst. Ja, und eine zeige ich noch. Aber nicht, was drin ist. Also das müssen wir dann schon wahrscheinlich im dritten Teil machen. Da kommst du aber ich zu mir. Ich finde, nee. Ich fahre nirgendwo hin. Komm, du bist doch gerne hier. Ja, ist ja auch so. Ja, siehste. Wir können uns ja auch Zeit lassen. Aber diese Limitierung ist schon phänomenal gut. Die Nummer 4 von 25. Liga des Herrn ist salutar. Was da drin ist, zeige ich heute nicht. Von Läger des Heils. Bist ein Assi, ey. Dass du nicht ausrasten, wenn du hier diese Band so runter machst. Ich mach doch die Band hier runter. Und es geht mir einfach nur um den Kopf. Nein, gar nicht. Das ist echt? Nein. Das war nur Spaß. Wollt ihr Trash sehen? Ja, ihr wollt eigentlich sehen, wie ich abgefüllt werde hier wieder mit Lauterbacher Tropfen. Aber den haben wir heute weggelassen. Und Gin trinke ich da mal gar nicht. Whisky gerne, aber nicht heute. Nika Days. Das ist ein japanischer Whisky. Man denkt aber, die Japaner können. Also, du denkst ja, wenn du an Japan denkst, denkst du ja nicht an Whisky, oder? Nee, an Sake, oder was trinken die immer sowas? Ach, Reiswein. Reiswein, ja. Sushi. Man denkt immer, wenn du Japan hörst und Whisky, Bukake. Denkst du, das funktioniert nicht. Japan und Whisky funktioniert top. Ja. Das ist nicht der erste Whisky aus Japan, der ziemlich top ist. Okay. Echt, kannst du machen. Ja, ja. Ich wusste nicht, ob so ein Stopfen ist. Riecht sehr gut. Smooth, delicate, mild. Blended ja. Whisky. Das ist ganz mild. Aber so ein Verschnitt halt. Und da denkst du, ja, auf. Die steht aber drauf. Blended. Ja. Trotzdem, du trinkst den und denkst, wie so ein ganz kleiner Feuerhauch. Hm? Alles wieder gut. Okay. Bist du jetzt böse, dass ich die anderen Sachen nicht gezeigt habe? Nee, gar nicht. Also ich glaube, das war. Also wir wollen ja auch die Leute ein bisschen heiß machen. auf eine nächste Folge. Mir tut es auf jeden Fall sehr leid, dass ich heute betrunken bin. Ich glaube, sehr, sehr angetrunken bin. Ich glaube, am angetrunkensten. Was haben wir heute? Video 3, ne? Ja. Ich glaube, heute ist mein Höhepunkt, was das betrifft. Aber ich hoffe, man konnte mich verstehen. Und ich wünsche allen eine schöne gute Nacht. Sag mal, lila Flanellhemd. Lila Flanellhemd. Kein Problem, der ist nicht betrunken, der tut bloß so. Das ist ja, da säuft eine Kompanie Russen unter den Tisch. Mhm. Wollen wir jetzt Schluss machen? Ich weiß nicht, reicht's dir? Ja, also ich glaube, das soll auch nicht so ein Overkill werden. Wir machen auf jeden Fall noch ein viertes Video. Mir wurde schon Essen angeboten, da komme ich jetzt gleich gern drauf zurück, weil da muss ja hier auch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe mich aber rechtlich entwickelt. Und immer schön rein in den Schacht. Immer schön rein in den Schacht, genau. Nee, ernsthaft, Leute, ich fand's cool. Ich finde das Thema Neofolk sehr interessant. Ich finde die Thematik mit diesen ganzen Pärchen. Ich finde das sagen, klasse, ja. Das ist ja nicht. Ja, wie definiert man Neofolk? Das kann man halt nicht definieren. Wir reden halt hier einfach von dieser Sparte. Mhm. Weißt du? Wo alles irgendwo reinfällt. Genauso wie wir, wenn wir von Black Metal reden, alles mit reinfällt. Ja, okay. Ja, wir haben das einfach unterteilt. Mhm. Und außer Truden sagen wir heute nichts Metalisches dabei gehabt. Gut. Hast du jetzt von all den Sachen jetzt, wo du sagst, also das wäre jetzt nochmal ein Anspieltipp. Wenn euch was gefallen hat, dann probiert es mal zuerst damit.
Oder ist das fies? Ja, es kommt darauf an, was man halt möchte. Aber so ganz spontan, die Darkwood, die Notwendfeuer, die scheint es dir angetan zu haben und auch anderen. Ja, dann macht die Darkwood Notwendfeuer. Und ansonsten, wenn ihr schöne, vielleicht wenn ihr ein Cabrio habt oder so, dann macht Ostara, neue Ostara rein. Und fahrt einfach mit dem Lied Bavaria durch die Gegend. Ansonsten halt Läger des Heils. Ja, du bist der Assi. Ich mach jetzt aus, okay? Ja, mach aus. Gute Nacht. Die schäumenden Wellen wanderte in sanftweichen Sand. Ich bestaunte die Schluchten und Berge am nördlichen Alpenrand. Ich war fasziniert von der Ferne. Erlebte manch fremde Kultur. Doch niemals möchte ich sie missen. Des Erzgebirges raue Natur. So werde ich ewig treu sein und niemals verleugnen das Land, die Stätten der Kindheit und Freude, an welchen ich meine Heimat fand.